Willkommen zu einer Runde MLG Rush im schönen alten Team Cuno Server. Seit 100 Jahren gab es das nicht mehr, weil der Server, glaube ich, irgendwann 2018 oder so zugemacht hat. Ich habe letztens gesehen, dass der Server wieder aufgemacht hat und ich dachte mir, hey, warum sollte ich nicht mich von Sweatern, die ganze Zeit... Ah, perfekt, Digga, da hat er echt Bock gehabt. Warum sollte ich mich nicht von Sweatern, die ganze Zeit wahrscheinlich auf Revi oder auf Narrowspace gezockt haben, mich zersweaten lassen? Und da ist mir aufgefallen, hey, da gibt's eigentlich gar nicht so den Grund für. Siehst du, und ich habe die Runde wieder gewonnen. Sehr schade. Okay. Sehr gut, Kill. Sehr gut. Ja, das Problem ist, du kannst diesen Spielmodus eigentlich nicht in X3 spielen, weil ich kann hier hingehen und... Ach so, wait, okay, das ist geil gemacht. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich gegen den Typ noch defenden kann. Ja, und wir bekommen kein Knockback. Das habe ich auf Kyudo echt vermisst. Die ganz krassen OGs, die schon echt lange dabei sind, also wirklich so, keine Ahnung, 2017, die werden wissen, dass ich früher echt viel auf Kyudo aufgenommen habe und echt Spaß hatte, auf Kyudo zu zocken. Ja, und ich dachte mir, hey, warum mache ich das nicht einfach glatt nochmal? Im Zuge von diesem Fortnite-Hype zu versuchen... Ja, Bro. Hä? Das hat jetzt gar keinen Sinn ergeben, aber... Ja, und der Typ bekommt... Oh, der Typ hat diesmal Knockback bekommen. Wir machen Fortschritte. Langsam, aber schnell. Ich find's halt geil, der Typ klickt die ganze Zeit durch, als hätte er irgendwie einen Autoklicker. Und der andere Typ läuft die ganze Zeit durch, als hätte er irgendwie einen fucking Scaffold drin. Und trotzdem habe ich die meisten Punkte in der Runde. Fühl ich schon irgendwie. Digga, was schreibt der die ganze Zeit auf Englisch? Ist der retarded? Ja, kommt, Leute. Könnt euch... Ach, Mano... Das kapiere ich nicht. Warum ist der immer noch bei mir? Warum kann der immer noch zu mir laufen? Eigentlich resettet sich doch die Map, wenn ich eine Runde gewonnen habe. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr so lange schon dabei seid. Ich wette nicht, weil... Also keine Ahnung, das letzte Mal, dass irgendwer aus der Zeit einen Kommentar geschrieben hat. Holy fuck, wann war das? Also keine Ahnung, Leute, an die ich mich jetzt spontan erinnern kann. Res hat mal gesagt, dass er meine Videos sogar manchmal schauen würde. Also Res, falls du es siehst. Kurs geht raus, Digga. Du schuldest mir technisch gesehen noch im WW-Rematch. Ciao, Bro. Es war ein Pixel, wobei ich weiß nicht. Ich glaube, der war mehr auf Twitch bei mir aktiv. Soulcraft kann ich mich dran erinnern noch. DT, Digga, wenn du das siehst. Ich weiß, dass DT meine Videos eigentlich nicht mehr groß schaut, aber wenn du das siehst, Digga, Kuss geht auf jeden Fall raus an dich. Bro. Der Typ bekommt halt literally kein Knockback, ne? Versucht der Typ jetzt wirklich das Bett von dem Typen in... Wow, Bro. Eigentlich wäre jetzt ein echt guter Zeitpunkt, den Typen einfach wegzuspielen. Komm, wir machen Fortschritte. Ja, Bro, Digga, wenn der Typ nicht anhat, dann weiß es halt auch nicht. Ah, Bro, jetzt bin ich der Cheater. Der Typ mit dem Scaffold sagt mir, dass ich cheaten werde. Bro, wenn du mich 20 Mal gegen einen Block hittest, also falls man es nicht gesehen hat, gerade in dieser Situation, wo wir gerade beide kein Knockback bekommen haben, er ist einfach die ganze Zeit in der Luft gechillt. Ciao, Bro. Haust rein. Der Typ hat mich die ganze Zeit gegen einen Block gehittet und er beschwert sich, dass ich kein Knockback bekommen würde. Der Typ, der einfach in der Luft chillt und kein Knockback bekommt. Also nee, jetzt mal for real, wenn der Typ kein AC drin hat, dann kann ich sie auch nicht beantworten. Also das Problem bei Kyudo ist, dass das Match geht jetzt ewig im Grunde genommen. Also auf Gomme ist es so, bis ein Team oder so 10 Punkte hat. Alternativ, bis der Typ vielleicht mal ein Knockback bekommt. Also Bro, der Typ beschwert sich über Cheats. Der Typ bekommt kein Knockback und zieht mal eben so eine... Ich weiß gar nicht mehr, wie dieses diagonale Bauen heißt. Der Typ zieht einfach mal so auf einen Kilometer so eine scheiß diagonale Line. Ich weiß echt nicht mehr, wie das heißt. Ich wusste es mal. Echt nicht mehr. Ciao, Bro, haust du rein. Das war eigentlich stupid, ihn runterzuhitten, ne? Aber Kyudo war früher echt ein geiler Server. Dann habe ich irgendwann den Fail-Ban für AC bekommen. Dann hatte ich keinen Bock mehr. Ciao, Bro. Ich will mal sagen, ich habe sowieso nicht so ewig Zeit. Ich würde jetzt sagen, ich schau mal, dass ich noch einen Dings bekomme. Dann habe ich auf jeden Fall... Ich habe auf jeden Fall sowieso schon Vorsprung. Komm. Ja, Bro. Was war denn das hier jetzt? Ich bin mir sicher, dass du dafür auf Gomme einen Teaming-Ban bekommen hättest. Wenn du zu 8 bei uns in der Base chillst und Cookies, dafür bekommst du keinen Teaming-Ban. Aber wenn du... dafür hättest du wahrscheinlich schon Teaming-Ban bekommen. Gomme-Regeln sind einfach nur fucking stupid. Die Sache ist die, ich habe halt 16 Punkte. Ich führe die Runde an nach Punkten. Das ist aber einfach nur, weil ich die ganze Zeit abstaube, wenn die sich hier 20% mindestens seiner Punkte hat, dann davon bekommen, dass er A, kein Knockback bekommt und B, irgendwie mich abgestaubt hat. Wenn ich runterlaufe, dann kann man vielleicht stupid sein. Pierre nicht. Eigentlich müsste sich doch die fucking Map wieder so aufräumen, nenn ich es mal, wenn, ja,
Ja, Bro, Digga. Ich sag's dir jetzt dann. Ja, ciao, Bro, ne? Ich laufe zu deren Betten, wenn die nicht da sind, und baue die ab. Das ist halt. Nice. Das ist halt, glaube ich, nicht so ganz, was MLG Rush sein soll. Aber die Typen bekommen hier beide keinen Knockback. Also, relativ interessante Angelegenheit, definitiv. So, Leute, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann würde es mich mega freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und die Glocke aktivieren würdet. Folgt mir auch unbedingt auf meinem Twitch, aktiviert auch da die Glocke. Wenn ihr mich extrem supporten wollt, dann teilt den Channel sehr gerne auf euren Social Medias und mit euren Freunden. Das würde mich so unglaublich supporten. Aber natürlich nur, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, wenn ja, dann schreibt es mir auch sehr gerne in dem netten Kommentar. Und ich habe es im letzten Video schon gesagt, ich sage es nicht mehr so oft. Ich habe es, glaube ich, früher öfter gesagt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch gefallen hat, aber auch was euch nicht gefallen hat und wo ich mich noch verbessern kann. Das würde mich extrem freuen, weil ich mich natürlich auch besser werden. Dann würde ich sagen, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich sage das zum 80. Mal, aber ich werde es auch noch 15 Mal weiter sagen. Let's go. Wenn ja, schreibt einen netten Kommentar, lasst ein Like da, abonniert mich, folgt mir auf Twitch, Twitter und Instagram, alles unten in der Beschreibung verlinkt. Teilt den Channel, wenn ihr mich supporten wollt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video und im nächsten Stream. Bis dahin. Ciao.